Dün, 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 dün. Ding. Moin, Leute, hier ist der Pleitevogel. Es tut mir leid, Leute, mir ist ein Malheur passiert. Ich habe die Folge aufgenommen. Ich bin jetzt abends hier beim Schneiden quasi. Und ja, da ist was passiert. Und zwar, ich habe nur einen Spielsound aufgenommen. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, oh, nehme ich die Folge jetzt nochmal auf? Mache ich das nochmal alles neu? Aber ganz ehrlich, ich bin fix und foxy. Nee, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe jetzt. Aber dann habe ich gedacht, ich kann die Folge aber auch nicht ausfallen lassen. Darum mache ich jetzt Folgendes. Ich fasse die Folge jetzt, soweit es geht, einmal zusammen, sodass dann nur so die entscheidenden Augenblicke für das, was im Spiel passiert, drin sind und so ein paar, ja, dass so ein paar Sachen halt drin sind, was ich so gemacht habe in der Folge. Und ich untermale das einfach so ein bisschen mit Musik. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und außerdem könnt ihr mal sagen, wie ihr das allgemein so findet. Vielleicht, ja, ne? Ihr wisst schon. So, ja, vielen Dank für euer Verständnis. Haut rein, bis zum nächsten Mal und morgen wieder mit einer normalen Folge. Bis denn dann. Willst du deine Füße baden? Oder was ist der Plan jetzt? Was soll das? Das hast du für Probleme. Erzähl mal, was ist los bei dir? Wie war dein Tag bisher? Ich fange bei der bloßen Erwähnung des letzten Winters an zu zittern. Es tut so gut, endlich von der Sonne gewärmt zu werden. Sommer, lass ihn ewig dauern. Ja, da hast du wohl recht. Und dann sagst du dir, dann machst du mal ein kleines Fußbad jetzt, damit dir nicht ganz so heiß wird, ne? Heute ist wieder sicherlich so ein. Was haben wir denn hier? Ja, neun Sommer. 30 Grad im Schatten. Oh ja, ich stehe hier auch schon im Wasser. Das tut ganz gut, wenn man die Füße mal kühlt bei dem Wetter. Und das ist morgens um 7 schon 30 Grad, ey Lodi. Das ist die globale Erwärmung. Ich sag euch das, ich habe das immer gepredigt. Das liegt daran, dass wir hier den Wald so abholzen, glaube ich. Aber die kommen mit der Ernte nicht hinterher, kann das sein? Achso, wir haben den ersten Tag. Das ist der erste Sommertag. Ach, herrje. Okay. Dann hängen die doch nicht hinterher. Dann war das eine überfrühte Meinung, würde ich sagen. Weiß gar nicht, ob das letztes Jahr alles funktioniert hat. Aber wenn die Felder jetzt alle voll sind, dann hat das wohl alles gut geklappt, ne? Würde ich mal behaupten. Naja. Guti, guti. Ach, guck mal, wir sind ja fast fertig. Das ist ja schön. Dann haben wir den Zaun drumherum auch schon fast fertig. Dann brauchen wir auf jeden Fall Leute. Ach, Mann. Ja. Mein Pferdchen. So, das heißt, wir haben heute den ersten Tag wieder. Dann haben wir auch wieder neue Quests. Guck mal, bei uns im Dorf ist auch eine. Lesnica ist eine. Und. Ja, da oben. Warte, warte, warte. Aber hier unten in Jersika ist auch noch eine. Wir machen Folgendes. Wir machen die Quest bei uns hier. Wir machen die Quest in Jersika und in Lesnica. Dann haben wir die hier bei uns in der Nähe alle erledigt. Und die müssten wir heute ja easy schaffen, oder? Warte, soll ich erst nach. Komm, wir sind schon hier hinten. Dann rennen wir kurz nach Jersika hin. So, Leute. Brr, bleib mal stehen hier. So, wir suchen vornehmlich Männer. Und zwar für die Landwirtschaft und für Handwerk. Beides interessant. Guck mal, die Amelia, die ist für Handwerk ganz gut. Und die ist gar nichts gut. Nee, die ist nicht gut. Aber so eine Handwerkerin könnten wir auch noch gebrauchen, Amelia. Fühlst du dich denn gewachsen bei uns? Wir machen mal kurz Bewerbungsgespräch, okay? Worin bist du besonders begabt? Fischen und Sammeln sind recht entspannende Tätigkeiten. Je mehr Zeit du in der Natur verbringst, umso mehr könntest du zur Ruhe, umso mehr kommst du zur Ruhe und vergisst deine Sorgen. Ah ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Handwerksfertigkeit, würde ich meinen. Worin hast du denn Schwierigkeiten?
Mir wird schlecht von dem Gestank nach Dünger und den Tieren im Stall. Warum riechen Wildtiere so viel besser? Es gibt keinen Zweifel. Ich bin nicht dafür bestimmt, eine Bäuerin zu sein. Oh, Bäuerin wäre jetzt auch nicht so. Was hältst du denn von der handwerklichen Tätigkeit, sag mal? Sommer ist die Zeit, in der alles wächst und gedeiht. Wenn man das Tal in seiner vollen Blüte erlebt, wird einem richtig warm ums Herz. Also von deinen Worten würde ich meinen, du bist mehr so die Dame für draußen, ne? Du magst schon die Natur, möchtest draußen sein und so. Das heißt, den ganzen Tag in der Werkstatt hocken ist, glaube ich, auch nichts für dich. Auch wenn du da talentiert drin wärst. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Aber, tja, denn nicht, ne? Da können wir dann ja auch nichts dran drehen hier. Warte, dann gucken wir noch mal kurz, was wir hier im Dorf für eine Quest machen können. Ja, Leute, ich suche schon Leute fürs Dorf, aber wenn die durchs Bewerbungsgespräch fallen, ich meine, ich will ja auch niemanden im Dorf haben, der den Job gar nicht will, ne? Da muss man ja schon ein bisschen sorgfältig sein. Jetzt muss ich hier schon baden gehen. Oh, warte mal. Das geht ja so nicht. Einmal Stiefel aus, die Handschuhe aus. Den Strom können wir auch lassen beim Baden. Aber die Hose noch aus, die wird ja ganz nass. Ja, ja komm. Die Jacke auch. Hier, Weste. So kommen wir gut. Wird hier alles ganz schlitzig nass sonst. So. Guck mal, Goy. Will dich ja nicht beim Fischen stören, ne? Aber was ist los bei dir? Ja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einen bringen? Ja, sicher, kein Problem. Was willst du denn für einen Bauhammer? Einen vergoldeten? Kein Problem, wir haben alles. Ein Kupferhammer. Ein Kupferhammer willst du haben, ja. Habe ich mir gedacht. Ein Kupferhammer. Du bist auch so ein Kupferhammer. Was, wenn ich dem jetzt einen Kupferhammer bringe? Wer ist das denn hier wieder? Lubart. Ein Jäger. Der ist in Gewinnung richtig gut, Lubart. Wer bist du denn? Was machst du hier? Du sollst doch arbeiten, oder nicht? Der ist bei uns im Dorf angestellt als Holzfäller. Da treibst du dich hier rum? Hast du Langeweile oder so? Alles klar bei dir, Lubert? Hat deine Frau dich geärgert? So, sag doch mal was. Also. Ey, also aus manchen Leuten werde ich einfach nicht mehr schlau hier. Ganz ehrlich. Wo will der denn hin jetzt? Ich habe ja keine Zeit, sonst würde ich dem jetzt hinterherlaufen die ganze Zeit, ne? Aber wir haben ja noch Arbeit zu erledigen hier. Viel mehr Kundschaft habe ich mir vorgestellt. Kann das sein, dass die Flößer wegen den Brücken hier nicht zu mir ins Dorf kommen? Kann das sein? Die versperren mir den Weg. Ich glaube, die müssen wir mal abreißen lassen irgendwie. Dann muss ich mit dem Kastellan mal sprechen. Vielleicht könnte er ja da was drehen für mich. Wer war das denn gerade? Also die Kinder ist heutzutage. Also manchmal. Was macht der hier? Hallo? Brrr. Och, da sehen wir doch ein männliches Wesen. Ey, du Bauer. Du bist kein Bauer. Du bist kein Handwerker. Du bist nichts. Ja, du bist wenigstens noch eine Bäuerin, wa? Genoveva. Vizon, du bist nichts. Du machst Kunststücke. Bist du Michael Jackson? Lotomir hat eine Quest. Ja, Genoveva. Warte mal, ich sag die ganze Zeit, ich brauche noch Leute. Aber habe ich überhaupt Platz? Das Haus ist das. Wo ist das? Welches Haus ist das? Das ist das beim Bauer, ne? Nee, das ist ein Viererhaus. So, und jetzt Genoveva. Okay, komm. Komm in meine Siedlung. So, du kommst denn nämlich jetzt in das freie Häuschen hier. Warte, wo haben wir hier ein freies? Hier. Dahin. Und. Da sollst du rein. Genoveva? Das bist du, ne? Genoveva, ja. Ach, Leute, tut mir leid, ich bin immer so verwirrt, ne?
So, und die Landwirtschaft, genau. So, die kommt jetzt in der ersten Scheune rein. Auch als Scheunenknecht oder als... Die kommt mal als Landwirt rein. Ich glaube, dieses Mal brauchen wir ein bisschen mehr Landwirtschaft. Da brauchen wir ein bisschen mehr Unterstützung da. So, und übrigens, wir haben ja jetzt, fing der Sommer ja an, haben wir jetzt Arbeitslose hier irgendwo. Man weiß ja nie, ne? Das kann ja immer ganz schnell kommen. Oder haben wir irgendwelche Berufe, wo auf einmal hier Leute fehlen? Nee. Tierhaltung, alle da, bis auf in den Kuhstall. Kühe holen müssen wir auch noch übrigens. Hier ist auch alles, ja, bis auf in der Werkstatt, da suchen wir noch Leute. Ja, okay. So, und Zebra, ja, tut mir leid, du bist nicht geeignet für unser Dorf. Nicht geeignet ist der Kerl. Warte, wo war die Quest? Hier hinten. Nee. Da hinten, Lodomir. Du bist der Questmann. Lodomir, komm mal her. Wie kann ich dir helfen? Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der eines unserer Häuser zerstört hat. Könntest du bitte helfen, die nötigen Materialien zu sammeln und das Haus wieder aufzubauen? Ich werde dich reich belohnen. Na, da helfen wir doch mit. So, was brauchen wir dafür? 20 Holzstämme und 20 Steine, okay. Und für die Hausrenovierung brauchen wir einen Kupferhammer. So, ich würde sagen, den Kupferhammer, den kaufen wir uns fix. Theobald. Gib mir einfach meinen Kupferhammer. Mehr möchte ich doch gar nicht von dir. Kupferarren, Kupferhammer. Da haben wir einen. Zack. Danke. Goodbye. Du auch goodbye. So, da reiten wir. So, wir reiten jetzt zu der ersten Quest. Geben den Hammer ab. Dann reiten wir nach Hause. Holen die Stämme und die Steine. Und, die bringen wir dann hier hin und dann schließen wir die Quest ab. Kein Problem. Mein Pferdchen kann schwimmen. Oh, was sind das für Fette? Uiuiuiui. Das sind ja mal dicke Fische. So, Damagoi. Hier ist dein Hammer. Bitteschön. Vielen Dank für die Blumen. Oder halt in dem Fall für die Reputation. Für Reputation bin ich ja immer zu haben, ne? Die nehme ich gerne mit. Ich kann das nicht erklären. Ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas habe ich vergessen oder irgendwas läuft nicht richtig. Irgendwas. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein Gefühl habt, so nach dem Motto, so, was ist hier los? Irgendwas ist einfach nicht in Ordnung. Irgendwas ist falsch. irgendwas stimmt. 103 Bretter. Guck mal, das Ding ist schon wieder voll hier. Meine Herren, ich und meine Probleme hier. So, einmal hier 50 und einmal 53. So. Und dann noch einmal die Rundhölzerchen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Habe ich einen Apfelwein rausgenommen? Ich glaube das nicht. Das sind immer noch die Steuerungsprobleme hier. So. Und dann einmal 30 und nochmal 22. So, dann haben wir 20 Holzstämme. Und dann brauchen wir noch ein paar Steine. Dünger haben wir auch. Oh, unendlich viel Dünger. Warte mal, den müssen wir auch mal kurz zur Seite schaffen. Nee, warte, den schaffen wir nicht zur Seite. Dafür haben wir unsere Verkaufsstände. Marktstand für Rohstoffe. Der hat doch der macht doch hier eh gar nichts. So richtig. Hier Leder verkauft er zu wenig, Pelze verkauft er zu wenig. Naja, nicht zu wenig. So, aber Dünger verkauft er einfach viel zu wenig. So, dann soll er mal ein bisschen mehr Dünger verscherbeln jetzt. Dann hat er auch mal was zu tun. So, wir haben 700 Dünger. Komm, dann gib Gummi, verkauf was du machen kannst. So, und dann werden wir ja sehen, ob der nachher noch Dünger hat. Den können wir bis heute Abend so durchlaufen lassen. Das ist gar kein Problem. So, 20 Steine brauchen wir noch.
Und dann können wir uns sogar noch bewegen. Und wir haben alles, was er braucht. An Rohstoffen. So, einmal setzen. Und dann geht's los hier. 13 Meter in die Richtung. Wie bitte? Gut, mir alles klar bei dir. Hier ist dein Kram. Du hättest die Steine auch ruhig selber sammeln können, ne? Bevor du hier rumstehst und in der Gegend rumguckst wie so ein Blöde. Naja, komm. Ach, geht mich gar nichts an. Mach doch, was du willst. Moin, moin, liebe Leute. Ja. Er hat sich hier nichts verbessert, irgendwie. Hier, sag mal, Nigore. Was zahlst du eigentlich für Kirschen, sag mal? 1,20 € das Stück. Naja, komm. Weg damit. Jojo. Du hast aber eine tiefe Stimme, ne? Hast aber eine tiefe Stimme. Eieieiei. Hat aber auch was, muss ich sagen. Frauen mit einer tiefen Stimme, die können auch ganz schön. So, nächstes Problem erledigt. Gute Nacht, Pferdchen. Das war's wieder. Hast du gute Arbeit gemacht heute, finde ich. Hast du richtig gut gemacht. So, meine Lieben. Wollte euch nur sagen, wo guckst du mir da hin, ne? Gerade Gunde, wo guckst du mir hin? Ich glaube, ich gehe hier lieber. Ich fühle mich ein bisschen belästigt. Ja, das war's dann wieder heute. Wir haben gut was geschafft. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich muss es euch ja sagen. Sonst glaubt ihr mir das nicht. Ja gut, wir haben nicht viel geschafft. Ich gebe es ja zu. Aber der Hof ist ja quasi fertig. Wir haben den Zaun drumherum haben wir fertig gebaut. Und jetzt versuchen wir da noch ein bisschen Deko reinzubauen. Und zwar, das wollen wir ein bisschen schicker machen als hier bei uns im Dorf, ne? Das soll da so ein bisschen... Ich werde versuchen, da ein bisschen was Schöneres zu machen. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber irgendwie kriegen wir da schon was gebacken. Bretter haben wir ganz viele. Da können wir viele Tische, Stühle basteln, ein Waschzuber und... Oh! Mal sehen, vielleicht auch noch was für die Kühe, irgendwas. Oder so ein paar mit Zäunen und Brettern so Tische oder Gestelle oder so. Mal gucken. Irgendwas Schönes machen wir uns da schon noch fertig. So, liebe Leute. Dann haut rein. Bis morgen. Ciao, Iwowie.